Moin, ich habe ja gesagt, ich melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten zu diesem Makita-Macpack gibt. Da habe ich jetzt alle Teile da und von dem her können wir da jetzt mit dem Arbeiten loslegen. Ihr erinnert euch jetzt noch an dieses Makita-Pack, ne? Was kaputt war. Da waren ja hier die zwei Halter gebrochen und die zwei Stifthülsen durch diese Schiene, die da ja hinten drin war. Ich habe jetzt vier neue gekauft und zwar, das sind die von Systena, allerdings mit einer geraden Fläche, soweit ich meine. Die gibt es auch irgendwie abgerundet. Und ich habe einen auf eBay gefunden, der verkauft aus dem 3D-Drucker. Da stelle ich euch nachher den Link einfach unten drunter oder blende es auch ein. Aus dem 3D-Drucker hier so Adapter, die man da reindrückt und die haben halt hier genau diese Form. Von dem erhalten die eigentlich auch selber. Er hat gesagt, jo, man kann die einkleben. Das werde ich dann auch mal machen oder ich drehe eine Spax rein und haben halt den Vorteil, dass die da reinpassen. Eigentlich das dann auch eins zu eins schließen. Bei mir muss ich jetzt gerade feststellen, passen die jetzt da nicht so hundertprozentig da irgendwie drauf, beziehungsweise rein. Mal sie mal kurz gucken. Wahrscheinlich habe ich sie. Nee, es gibt kein rechts und kein links. Das ist eigentlich egal, oder? Warte mal. So passt es nicht. Da ist die Nase vorne. Und da wäre die Nase weiter hinten. Ah ja, also wie gesagt, wenn die Nase weiter hinten ist, also so eingebaut, passt die Kiste. So, jetzt kommt der nächste spannende Test. Er könnte gerade so reinpassen, dieser Nippel. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, er ist auch noch breiter. Scheiße. Also das wäre der Originalnippel. Na, er läuft etwas konischer zu. So würde er genau passen. Aber der eBayer hat wohl die Löcher nicht ganz dicht gleich groß gemacht. Das heißt, ich darf wieder etwas bohren. Also holen wir die Bohrmaschine und bohren noch mal eine Runde. Mir kam jetzt gerade der Gedanke, weil das Ding ja konisch zuläuft, wir machen das einfach mit so Reibbohrern. Wie habe ich die genannt? Schälbohrer. Wir machen das mit einem Schälbohrer. So. Heißt, wir müssen jetzt einfach mal gucken. Also vorne scheint es zu passen. So und so scheint es dann auch irgendwie. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, probieren wir das jetzt mal mit einem hier. Okay, er hält, er passt, sieht gut aus. So. Dasselbe Spiel nochmal mit dem.
Ja, okay. Also man hat wieder ein funktionierendes Makita-Pack. Allerdings rutschen die noch raus. Da ist jetzt, wie gesagt, die Frage. Will man diese Schiene da wieder drin haben? Macht das irgendwie Sinn? Ich glaube, die passt dann sowieso nicht mehr. Wieder gedrückt. Also ich würde sie jetzt einfach weglassen. Okay, sie passt auch wieder drauf. So, also zurück zu diesen zwei Klötzen. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ich bin kein Freund eigentlich von Kleben. Ich bin eher Freund von Borste mal und dann ist das Thema erledigt. So, von dem her. Andere Hälfte noch da drin. Ja. Das können wir dann wegwerfen. Ich habe so kleine Schräubchen, die würde ich da jetzt eigentlich reinjagen. Die sind vielleicht ein Tick zu lang. Nehmen wir jetzt erstmal die kürzeren. Wir haben die auch noch eine Nummer kleiner. 2,5 x 12. Das wäre dann die Größe. Und die würde ich da jetzt einfach mal reinjagen. Mir sagte mal jemand PZ-Bits, das Z steht für Holz und PH für Blech. So habe ich mir das immer gemerkt mit Potsy Drive und PH. Fest. Makita MacPack funktioniert wieder, ist wieder einsatzbereit. Das war dann die ganze Story. Wie gesagt, den Link für die Dinger, die hatte ich jetzt auch bei eBay günstig gekriegt von einem, der die wohl irgendwie verscherbelt. Kosten irgendwie 2,50 Euro das Stück, beziehungsweise 3 Euro und ich glaube so ein Scharnier liegt irgendwie das Doppelpack bei 6,99. Aber wie gesagt, Links stelle ich euch drunter, könnt ihr dann bestellen und das wäre dann das MacPack. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin.